verkackt. Ich bin doch gleich da. Ich sehe den doch. Hallo. Nee. Nochmal ein. Hallöchen. Oh mein Gott. Da ist er. Nein, ich lass dich nicht vor. Vergiss das. Komm schon, ich hab keinen Boost. Komm schon. Ich hab auch keinen Boost. Komm schon. Nein, ich kann nicht. Ja, komm. Das geht nicht. Jawohl. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online. Heute haben wir wieder Custom Maps auf dem normalen GTA-Server. Und heute haben wir jemand Neuen dabei. Grüßt mit mir zusammen, den Bloody Ash. Guten Tag. Moinsen. Ja, erstmal riesiges Dankeschön, dass du dabei bist. Freue ich mich, dass das mal hier zustande kommt. Gar kein Problem. Für die Zuschauer, die ich noch nicht kenne, stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin Bloody Ash. Will zukünftig aufnehmen, jetzt erstmal hier noch die Kurve noch mal ganz dezent, ganz gut nehmen. Ne? Mach zukünftig ein bisschen Twitch-Kanal, ich mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung, null. Wir sind ja schon ein bisschen enger befreundet, ne? Kann man ja schon so sagen, ne? Kann man, denke ich mal, sagen, ja. Ich, bloß kein Windschatten hier abgehen, ne? Ja, ich habe mir erstmal ein wunderschönes Formularennen ausgesucht, um einfach mal zu gucken, was er denn hier so für Racing Skills drauf hat. Wir haben hier 10 Runden, einen Pflichtboxenstopp, wie wir es mit dem lieben Dennis auch immer so machen. Ja, da macht er schon wieder AP. Da ist er direkt kaputt. Ich geh mich gleich löschen, Alter, okay. So, ja, wir haben 10 Runden, deswegen schauen wir mal. Ein Boxenstopp Pflicht, man muss einmal den Typ ändern, das kann man dann, wenn man in der Box steht, mit Steuerkreuz rechts. Genau. Und dann, schauen wir mal. Ne? Ja, sollte alles laufen. Oh, die Runde ist aber relativ lang tatsächlich. Krass, krass, da würde eine Viertelstunde rennen hier. Ja, haben wir ja mindestens eingerechnet. Ne? Ja, pro Folge sind ja meistens dann auch immer so 2 oder 3 Rennchen. Die anderen Rennen werden kürzer sein. So, also in der zweiten Runde haben wir auch den Boost aktiviert. Da gehen wir mal auch auf Bestrundenjagd natürlich. Am Ende zählt es auch, wer die schnellste Runde hat am Ende. Wir haben das immer so gemacht, dass wir ein Punktesystem haben. Für einen Sieg gibt es 2 Punkte. Aber wenn du die schnellste Runde hast, da gibt es 1 Punkt. Das heißt, du kannst pro Rennen bis zu 3 Punkte holen. Mhm. Und wer dann am Ende von dem letzten Rennen mehr Punkte hat, der gewinnt quasi dann die Folge. So machen wir das eigentlich immer. Ja, dann machen wir das einfach genauso gut. Ja, genauso würde ich mal sagen. Ja, du bist auf jeden Fall ordentlich weit vorne, das muss ich dazu sagen. Bist du nicht in die Box gegangen? Ja, nee, ich dachte, ich scheiße einfach mal drauf. Weil ohne Front, Spoiler, ist Kurven und so ja nicht ganz so. Ja, aber gerade läuft noch alles und nevermind, gleich in 2 Sekunden werde ich wieder gegen die nächste Wand fahren. Joa, mal gucken, ne? Du denkst auch daran, dass du einen Booster hast, ne? Ja. Mit linkem Stick und wenn du bremst oder vom Gas gehst, lädt er sich wieder auf. Was schon, er kriegt das. So, ich kann schon mal sagen, ich bin mit weichen Reifen gestartet. Das heißt, mein erster Boxenstopp wird schon demnächst anstehen. Ich glaube, noch eine Runde werde ich fahren, aber dann ist Boxenstopp angesagt, würde ich mal sagen. Ich will mich entschuldigen für die Soundqualität. Wir haben jetzt natürlich hier wieder bisschen improvisiert, ne? Bisschen improvisiert. Das Headset ist einfach ein bisschen verstärkt aufgeklappt vor uns, damit es unsere beiden Stimmen aufnimmt. Das habe ich ja auch nicht erwähnt. Der Liebe ist ja bei mir zu Hause gerade und wir zocken nebeneinander. Als gute LAN-Party, ja. Kannst vielleicht mal deinen Arm in die Kamera halten, wenn du. Ja, genau. Wenn du nicht gerade am Controller sein musst. Ja, das wäre vorteilhaft. So, ich habe gerade auch keinen Sound. Wir haben beide keinen Sound, aber ist okay. Man kann ja auch ganz gut ohne Sound fahren. Bei GTA zumindest ist das jetzt nicht so schlimm wie bei einem Shooter oder so. Ja, das stimmt allerdings. Das macht schon eindeutigen Unterschied, das muss ich schon dazu sagen. Warum habe ich das nicht vorher schon? Ja. Ah, schon ein bisschen lost gewesen. Ja, muss man erstmal lernen. Klar. Ja, willst du mir das Spiel erklären? Na klar. Ja, ja. Ich bin hier der GTA-Großvater. Ach, Digga. Doch, ich muss jetzt anhalten. Meine Reifen sind schon orange. Ja, die Zeit kann ich ja gut nutzen, ne? Na klar. Ja, auch mal ein bisschen chillen. Ja, klar. So ein bisschen
Also ein bisschen hoch. So. Stopp. Ja, ich hoffe, dass das alles hier funktioniert. Gerade hat man schon mal kurz einen Test, dass man das Game schön abgeschmiert. Ja, ja. Ich hoffe, das läuft jetzt soweit. Das ist ja immer noch mein neuer Server, wo das Ganze als VM läuft. Ich hoffe, das geht soweit. Klar. Das wird schon. Hoffen wir es mal. Wäre sonst echt ärgerlich. Aber ich schieb's Tatsache auf den Controller. Weil das USB-Gerät getrennt wurde. Hm. Aber schauen wir mal, ob es das wirklich war. Ich sehe dich gar nicht so oft verkacken, also so schlecht bist du gar nicht unterwegs. Ah, noch nicht. Ah, okay, das war kurz davor. Du musst natürlich auch die Kurven, ne, von außen gerade anfahren, schön nach innen rein, wieder nach außen. So kannst du den maximalen Speed mitnehmen. Ja, der Formel 1-Fahrer hier. Ne? Ja, ich muss aber dazu sagen, Formula ist einfach auch mein Modus in GTA. Es gibt keinen Rennmodus, in dem ich stärker unterwegs bin, würde ich von mir persönlich behaupten. Ja, gut. Ich will jetzt nicht flexen oder so. Ja, aber so leichte Ansätze waren da. Aber, ja. Da ist schon gutes Fahren dabei. Gutes Fahren setze ich am Ende des Tages immer durch, sagt man das so schon. Macht er uns versetzt, setze ich niemand. Oh! No, da ist wieder gecrashed. Fucking hate it. Ja, gerade hat es nochmal gestockt, aber. Okay. Ist weg. Schade, Schokolade. Wäre auch zu schön gewesen. Ah, Dreck. Das ärgert mich. Versuch Nummer 2. Haben jetzt alles nochmal neu gestartet. Hab jetzt bei dem Rechner die Auflösung nochmal ein bisschen runtergestellt und so weiter. Und ja, ich kann jetzt noch rumexperimentieren. Das lief mal, das weiß ich. Ich hatte da viel Zeit mit Testen verbracht und so. Deswegen regt es mich jetzt dezent auf, dass es wieder so instabil ist. Aber naja. Gucken wir mal, ob es jetzt vielleicht besser ist. Hoffen wir mal, ja. Oh. Sonst bekommst du meinen Laptop einfach. Let's go. Das war zumindest mal zu einer Aufnahme hier. Komm. Oh. Oh. Runde, jawohl. Oh, was ist das denn da schon wieder? Das war ein bisschen lost. Okay. Jetzt ganz dezent mal hinten dran jetzt hier. Ah. Lass mal vorbei, ey. Da knallt da die Tür auf, oder was? Ja, klar, Alter. Ja, das Comeback kommt gleich. Ich raste mir in die Karre rein, die siehst du im Kopf. Okay, die. Ja, die muss man sich merken, ne? Das ist immer die gleiche. Was ist da denn? Ich sag mal, da war ein bisschen übermotiviert, ne? Naja, der Windschatten kommt mir ein bisschen um die Ecke. Okay, gut, ich dachte, du willst mir. Nee, wir probieren hier immer faires Racing. Ja. Faires Racing? Sagt er jetzt. Ja, die Wohlmanöver müssen mal clean sein, dann ist das doch super. Wenn ich eins nicht clean hinkriege, dann gebe ich den Platz erstmal wieder zurück und muss es dann wann anders nochmal probieren. Machst du das Taktik? Kannst du mal meinen Windschatten hier mal jetzt hier verpissen oder was? Na, kannst du mal herkommen oder was? Gib mal ein bisschen was ab hier. Jetzt mal vorbei. Nee, tschüss. Setz dich in die Treue. Ja, klar. So einen Ecken hier verteidigen, Mensch. Ja, aber ich bin noch an deinem Wiese. Ja, ja, nicht mehr lange, du. Ah, doch. So leicht wirst du mich mitnehmen. Okay, okay. Ah, scheiße. Yeah. Schon wieder diese Kackkurve hier. Dann musst du mir auch vom Gas gehen, Mensch. Ich kann eigentlich immer nur so reinbuttern. Ne? Ja, dann machst du dir nur deinen Frontspoiler kaputt. Oder ich mach mir die seitlichen Reifen einfach kaputt. Das kann man natürlich auch. Die seitlichen Reifen? Ja, die Vorderreihe. Ach. Nee. Ja,
nee, gar kein. Oh, ist er kaputt. Ja, komm, ich kann mich löschen. Aber ich muss auch rein, weil meine Reifen am Arsch sind. Also. Muss er eigentlich noch vollgeladen? Nö. Ja, macht einen schnelleren Stopp. Ich werd ja wahnsinnig. Ja, lass mich mal vor dir. Ich hab gehört, du gönnst. Ich gönne. Naja. Ich merk schon, dass du schon wieder hier mein Arsch dran bist. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, da kommt wieder die Kohle. Warte mal. Shit. Hör mal. Na, hör mal. Nein! Ja, jetzt hab ich dich aus der Ruhe gebracht jetzt. Ja, ich hab auf deine Kamera geguckt. Ja, ja. Komplett Fokus. Nee. Oh, oh. Ui, die gebe ich wieder zurück. Richtig. Ja, lass mich mal vorbei. Lass mich mal vor hier. Ja, wenn ich nicht sauber vorbeikomme, dann will ich die Position noch nicht haben. Dann nehme ich sie mir auch nicht. Boah, schon wieder die Wand gerammt hier. Ich sag dir noch einen Rammer an meinem Frontspoiler, sag mal. Ich will jetzt mit dem Reifen sonst eigentlich durchfahren. Komm. Das ist doch ein Fehler gleich wieder. Ja, nee. Ist er doch. Nee. Da ist doch der Windschatten. Nein. Jetzt kommt die Gerade. Ja, ey. Ja, ich bin aber aus. Helm bringt mir nix. Der Switchback, nein. Das. Ach Gott, ja. Mach doch zu oder was? Jawoll, da ist er. Lass mal vorbei hier. Oh Gott. Alter, ich konnte nicht nach innen, weil du mich sonst richtig weggerammt hättest. Das gibt's doch zu, oder? Ja. Ah, warte, jetzt kommt hier gleich meine Lieblingsstelle. Ja, die richtige, gute Kurve, Mensch. Lass mal. Hier, wieder gegen die Wand geknuscht. Oh. Kein Platz für mich. Nee, ich brauch dir auch keinen Platz, kannst du vergessen. Oh, aber gutes Verteidigen, Mensch. Aber da kommt außen. Ah, nee. Jetzt. Oh. Shit, huiuiui. Das sind wieder ein paar geile Moves. Niemals. Ich komm nicht vorbei. Du sollst auch nicht. Jetzt geht's los, jawohl, da ist er. Nein. So, wir hinten reinfahren. Oh, da ist er, jawohl. Da ist er da durch, man. Nee, ich bin noch an deinem Arsch. Scheiße. Komm rum, jawoll. Ist mal vorbei hier? Nö. Doch. Nee. Doch, gib mal Windschatten gut. Raster von Sandy. Hat er mal den Booster gezündet? Digga, meine Reifen halten ja gar nicht bis zum Ziel. Ich muss nochmal halten. Das sind immer noch 4 Runden. Okay, einen Stopp muss ich noch machen. Ein Stopp muss noch sein. Jo. Ja. Oh ja, ich sehe da Potenzial. Jetzt müssen wir hier selber verteidigen. Pass mal auf. Ich seh da. Geh mal aus dem Weg da. Digga, wenn ich innen bin, musst du aus überholen. Eieiei, so spielt er also. Ja, richtig. Oh, shit! Nein! Ja! Komm, gib mir Windschatten! Nee, Digga, aber zieh dich! Oh Gott! Alter, ich hab keinen Grip mehr, meine Reifen sind am Arsch! Digga, ich muss anhalten. Meine Reifen platzen gleich, sag ich dir ehrlich, wie es ist. Oh, und ich hab die Wand geknutscht. Aber deine sehen auch nicht mehr so gut aus. Nee, ich sollte auf jeden Fall in den nächsten Stop gehen. Ne? Das ist nicht so solide jetzt. Komm. Alter, ich hab keinen Grip mehr in den Kurven. Brauchst du auch nicht. Bleib mal stehen. Fahr rechts ran. Ja, ich fahr rechts ran. Mach das. Wie war das Steuer kurz links, ne? Ja. Ja, rechts meine ich. So, gehen wir nochmal auf mittlere Reifen, weil wir die noch nie hatten. Sieht er sich die Weichen auf, oder wie? Ja, klar. Für 4 Runden sind die gerade noch okay, glaube ich. Ohne Unfall zumindest. Ja, ohne Unfall.
Lieblings... Ja, wo bleibt er? Ja, ich brauche einen Moment. Zwei Sekündchen hinten dran. Aber das kann wegkommen. Davon bin ich überzeugt. Die Reifen sind noch kalt, muss ich mal einfangen. So, ich muss mal da vorbei kurz. Stark gespielt. Ah, lass mir vorbei, ey! Alter, das gibt's nicht. So, die letzten drei Runden. Das könnte enger nicht sein. Noch so, ja. Ich komm gleich schon hinten dran, pass mal auf. Wir kommen dir wieder hinten die Spur schon. Ja, zeig ich mal. Nee, dauert noch ein bisschen. Wahrscheinlich bist du dann schon im Ziel, aber. Oh, ach, der Schutz. Aber wirklich diese Kurve, die packt mich und ich lerne es auch einfach nicht. Ich sehe da Potenzial, eventuell. Na doch. Hoffnung? Okay, doch nicht. Oh. Gut, Kurve genommen. Ich hasse es. Ich hasse mein Leben. Und ich bin raus. Du Selbe. Ist nicht. Ist intens. Durch. Ja. Oh! Lass mal vorbei, Alter! Scheiße, ich dachte, du fährst in mich rein. Oh Mann, ey. Da ist er vom Gas gegangen, oder? Ja, Unsicherheit, ey. Da habe ich ihn da Mist gemacht, oder was? Ja, so ein bisschen, ja. War schon leichter Angstschweiß. Es tropft schon runter, ich brauche ein Handtuch. Gut, jetzt scheint er zumindest das Rennen ohne Abschluss zu überleben. Noch sieht's ganz gut aus. Das wäre doch was. Noch zwei Runden, mein Lieber, ich wollte es nur sagen. Nein, ich hab meinen Front-Spoiler kaputt. Oh ja. Und da kommt das Comeback. Nein. Oh, da rast er jetzt davon. Siehst du das? Nein, ich kann doch jetzt hier nicht verkerken. Ach du Scheiße, ich kann die Kurven gar nicht fahren. Oh, warte mal. Komm, bist du in die Kurven? Scheiße. Bist du ein fairer Sportsmann an der Stelle? Ach du Scheiße, wieso? Ja, Nervösität, ne? Ja, macht sich nervös, dass ich trotzdem hier wieder dran bin? Ne? Nee, du bist nicht. Ah, okay, doch, nevermind, du bist doch ziemlich nah an mir dran. Ich sollte mir vielleicht gut überlegen. Ich kann die Kurve nicht fahren! Da musst du auch nicht. Ich muss mal hier so ein bisschen Speed aufbauen, weil sonst kommst du mir näher dran, als ich will. Ich muss nochmal halten, bringt ja jetzt gar nichts, so brauche ich gar nicht probieren. Also, ist halt die Frage, ob ich jetzt durch diesen 4 Sekunden, die ich beim Stopp verliere. In den Schwitzen, Alter, das ist unglaublich. Nee. Ja, perfekt, ja, gut, der ist vorbei. Digga, aber auf die falschen Reifen gewechselt und habe so viele Sekunden verloren. Oh nein, Digga. Jetzt kratze ich mir gerade an der Nase. Das reicht nicht mehr. Hab ich verkackt. Ja, wäre die erste Runde schon gelaufen über die Aufnahme. Ich glaube, dann hättest du die gewonnen. Ja, die. Kann man jetzt faires Unterschied. Ist wie es ist. Ja, Digga. Hä, du bist jetzt schon wieder so nah dran? Weiß ich nicht, Alter, was hast du gemacht? Ich sag dir ganz ehrlich, da kommt er doch noch mal hier! Hast du die Rockstar Games Mitarbeiter bezahlt? Ja. Der YouTube-Bonus, sag ich dir.
Mhm. Ja, warte mal. Ah, oh, oh. Oh, da hat er doch verkackt. Hat er doch verkackt. Ja, da bin ich ein bisschen nervös, Digga. Ja, da hat er doch verkackt. Ich bin doch gleich da. Ich seh den doch. Hallo. Nee. Nochmal ein. Hallöchen. Oh mein Gott. Da ist er. Nein, ich lass dich nicht vor. Vergiss das. Komm schon, ich hab keinen Fuß. Komm schon. Ich hab auch keinen Fuß. Komm schon. Nein, ich kann nicht. Ja, komm. Das geht nicht. Jawohl. Wie kann der das noch gehen, Digga? Mann, ey! Auf einmal war kein Powermesser! Oh mein Gott! Ey, hast du richtig stark gemacht, ey! Hast du richtig stark gemacht! Am Ende noch nervös gewesen, GG an der Stelle! Boah, ich will jetzt aber auch nochmal die beste Runde sehen, ey! Oh mein Gott, Alter! Die geht an mich mit einer 1,19, ey, ist das das! Holy shit! Also steht 2-1 für sie, wir machen weiter mit dem nächsten Rennen! Nachdem es letztes Mal richtig intens war, geht es jetzt direkt weiter mit dem nächsten Formula-Rennen. Wir haben hier 8 Runden. Oh shit! F1, Kendall, irgendwie so, was heißt das? Der Bloody Ash ist immer noch mit dabei und der will mir zeigen, wo der Hammer hängt. Mit 2-1 liegt er jetzt in Führung. Gucken wir mal, wie es wird, huh? Mein Lieber. Ich warte nur darauf. Scheiße, jetzt wieder ist den vorbei. Spiel. Ja, jetzt, boah, geht, jetzt wird es abgehen hier. Ja, ich merke schon hier. Jetzt geht's los. Der PR4 ist wendiger als der BR8, aber der BR8 ist schneller. Aber gut, die nehmen sich nicht viel. Dadurch, dass die Strecke auch ein bisschen enger ist als die andere, dachte ich mir, das ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn man hier ein bisschen wendigeren hat. Oh, shit. Das war jetzt gerade echt schön. Geile Kurven. Boah, Alter, cool, wie du hast die, ja, das die ist gerade geil. Genommen, ja, Alter. Ja, du hast gerade richtig Geiles ausgesucht, ha? Digga, sehr viel geiler. Oh, okay, fast sogar schön. Wo geht's denn lang? Ach, nach rechts. Ach, nach rechts. Danke, dass du mich gefragt hast. Ja, ich hab gar nicht... Warte mal, sogar mit an. Ich sehe, hier, warte mal, ich sehe hier leicht einen Ansatz, hier mal gleich zu... okay, na, Moment. Ich habe nichts gesagt. Digga, du kommst hier ran, Alter, das ist ja... Okay, hier ist die Box. Ich bin direkt in die Box gefahren. Sehr gut, ich muss da mal... Na, yeah. Natürlich den Vorteil kurz ausnutzen, werde ich nicht lange haben wahrscheinlich. Ach, scheiße. Ich komme niemals mit den Reifen jetzt bis zum Ende. Ich muss jetzt hoffen, dass ich mit den Reifen bis zum Ende komme. Sonst muss ich ja einen Stopp mehr machen als du. Da hat mir schon wieder selber ins Knie geschossert hier. Mann! Ansonsten machen wir nochmal ein Rematch, ist auch kein Problem. Nee, gar kein Ding. So, da werden die Kurven solide genommen hier. Ah, der wurde verkackt. Wo ist der Boost? Kein Boost! Den gibt's erst ab Runde 3 oder wie? Wie bin ich zurück? Alles klar. Aber ja, das war schon ein bisschen kacke jetzt eingefangen. Ah, du bist aber solide wieder knapp hinter mir. Oh mein Gott, fast in die Box. Das ist doch gut. Hallo. Ah, nee, chill mal noch einen Moment. Ich bin noch nicht so weit. Ich nehme mal den. Kommt jetzt der Boost oder gibt's hier in dem Rennen keinen Boost? Ja, scheinbar nee, ey. Kein Boost oder hat sich rast ja aus? Ja, wahrscheinlich hat er aber was gar nicht, ja? Ja, doch, hat er. Jeder Formula hat das. Ich muss aber ganz dezent vorbei. Oh, du Sau, du! Ja, aber warte mal, oh, guck mal, was da jetzt, ja, jetzt bin ich mal weg hier. Ja, warte mal, oh! Oh, da ist er aus dem Windschatten raus hier. Oh, oh mein Gott! Ja, jetzt geht's los, Hubert! Ja. Ja, gib mal Windschatten, Brudi. Ja, Digga, verpiss dich. Ja, komm, gib mal her hier. Oh Gott. Ja, ich bin schon an deinen Arsch wieder. Pass mal auf. Oh, Digga, gegen. Digga, ich bin so weg, Alter. Das gibt's ja nicht. Hey, ich bin wieder nah hinter dir, ne? Digga, wie hast du gib mal, gib mal Windschatten. Lass mal vorbei. Nee, ich muss da. Oh! Ich muss mal die Kurve kurz nehmen. Oh, Scheiße. Jawoll. Und der Tunnel, der killt mich natürlich wieder. Shit. Digga, wie langsam lädt er denn bitte den Boost auf? Shit. Shit. Da kriegt er die Kurven solide besser. Aber gar kein Problem, das Comeback wird wieder kommen. So,
hast noch keinen Stopp, ne? Nee. Du musst noch mal stoppen, ne? Okay, ich hoffe natürlich, dass ich dich in dieser Runde irgendwie ein bisschen Zeit wieder gut zu machen. Das ist schon sinnvoll. Ja, mach mal einen Fahrfehler. Ja, klar. Oh, Digga, er nimmt auch den Tunnel sehr solide, ey. Shit. Ja, Digga, ich muss einen Boxenstopp gleich machen. Das ist natürlich nicht so günstig. Natürlich nicht so günstig, sagst du. Nein, nein. Nein, oh, ich muss stoppen. Oh ja. Oh ja. Das war gerade mein Versuch auf die schnellste Runde, Digga. Ich hab verkackt. Das gibt's nicht. Oh ja. Warte mal. Der Potenzial eventuell. Let's go! Gib doch Gas, Mann, bitte! Yeah. Shit! Komm, ich bin jetzt gleich wieder hinter dir und dann wirst du wieder sagen. Warte. Ich warte. Oh shit. Ja, den Tunnel nimmt dann natürlich wieder so die. Oh mein Gott. Ich fahre so dicht immer an diesen Barrikaden vorbei. Ey, da denkt man, ne? Man fährt dagegen. Ah. Oh nee, Alter, ich bin dagegen gefahren. Ich hasse mein Leben. Shit. Ich mach jetzt nochmal einen Versuch auf die schnellste Runde. Ja, du kannst ja auch einfach mal einen kurzen Moment. Okay. Never mind. Aha, kaputt. Ist doch Dreck. Oh, mehr Speed, die Runde muss Bombe werden. Shit. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Jetzt geht's bergauf, dann muss ich ein bisschen Spiegel und Sales nehmen. Boah, du hast einen massiv weiten Vorsprung. Aber natürlich auf einen Fahrfehler von dir. Ich fahr schon wieder gegen die Wand! Oh ja. War ja nichts kaputt gegangen, aber die schnellste Runde ist halt für den Arsch. Kannst ja auch einfach mal einen Moment chillen, das kannst du auch. Kann ich auch mal machen. Chill jetzt einfach hier am Start. Ach so. Ja, einfach weil du es kannst. Oder? Ja, weil ich es kann. Ja. Du solltest aber gleich wieder losfahren, weil ich hier gleich wieder an deinen Arsch fahre. Ja, an 5 Sekunden hinter dir starten, wird immer noch gewinnen. Ja. Komm, du wirst es am Ende wieder bereuen, lass mich mal vorbei. Ja, ich lass mich mal vorbei. Also. Ja. Aber du machst das spannend, ich finde. Ja, spannend ist immer gut. Ansonsten hält sich der Konter. Na klar, Spannung muss da. Ah, warte mal. Jetzt mal vorbei hier. Ja, Digga, ja, mach diesen. Ich bin ein dreckiger Mensch. Ja, guck, oh, scheiße, ach, Digga, ich hab auf deinen Bildschirm geguckt, ich verdammter. Ja, weißt du. Ja, komm, das war Karma, weißt du. Das war so Karma, ohne Scheiße. Ich hab den Punkt nicht genommen. Jawohl. Das war Karma, Alter, wirklich. Das ist er. Das ist einfach, war alles der Plan. Weißt du, da hab ich mich so gefreut, ja, dachte mir so, aha, Alter, guck ich mal rüber auf seinen Bildschirm, scheiße, er hängt so weit hinten. Da ist er doch im Ziel, Mensch. Ja, da schaffe ich ihn noch innerhalb von 30 Sekunden. Ja, auf jeden Fall. Ist doch so wieder hier. Oh, ist das schön. Shit, aber egal. Gute Runde. GG an der Stelle. Das war gut. Schauen wir mal auf die Rundenzeit. Ja, ich wette immer noch, dass du die schnellste Runde hast. Ich schätze so 5 Sekunden schneller. Willst du jetzt noch extra flexen oder was? Kannst du natürlich machen. Ich hab nur so eine Vorahnung. Komm, zeig uns jetzt das hier an. Oh nee, gar nicht so viel. Das war... 2 Sekunden. Ziemlich... Aber das bedeutet, das geht mit 3 zu 2 in Führung für mich. Naja, aber das muss jetzt... Rennen gibt's noch, Freunde. Das große Finale, Freunde. 2022 Vespucci. Compris? Vespucci Beach. 3 zu 2. Bin ich in Führung. Wird das ein Unentschieden? Kann der Bloody Ashes schaffen?
Scheiße, erstmal Phase abgekackt. Ja, ja, lass mich erstmal. Ja, 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 ja. Aber ja, es direkt in den Schatten, komm. Ja, nee, du komm. Bist raus aus dem. Nee, bist du nicht. Ja, komm, ja, er gönnt sich Windschatten, weil man gönnt sich ja sonst nichts. Vorsicht, Wand. Vorsicht, ich bin vorbei. Ah, Vorsicht, da war eine Wand und ich bin gegengefahren. Oh, die Strecke ist auch perfekt für den Go-Kart. Schön eng. Schnell sind sie. Aber gib mal Windschatten. Ja, genau. Vor sowas hatte ich jetzt schon wieder Angst. So eine Kurve hier wieder. Ah, guck mal. Ja, Windschatten. Nein. Ja, komm, gib mal ab hier. Ich muss noch ein bisschen aufholen. Oh Gott. Ja. Festgefahren. Ja, ja, klar. Natürlich. Ciao. Das Comeback kommt noch, glaub mir. Ja, 4 Runden sind noch ein bisschen Zeit. Noch nicht zu früh. Nicht zu früh, Freund. Um zu gewinnen die Folge, musst du eigentlich erst 3 Punkte holen. Eigentlich. Sonst wird es unentschieden, wenn ich gewinne. Du machst die schnellste Runde. Man kann natürlich... Oh, okay. Bin ich auch verdreht. Oh, Digga, ich nehme die Ecken mit, Alter. Das ist unglaublich. Oh Gott, ja, dieser Pfahl da. Digga, was ist das denn? Ja. Das ist doch extra egal, besorgt. Nein! Komm, 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 warte mal, hier Windschatten eventuell? Ja, nee. Ach, Digga. Jetzt mal. Oh, ja, natürlich. Da dreht er sich um. Du bist ein bisschen langsam, kann das sein? Ja, kann sein. Das sind sogar Pits. Naja. Ah, zweite Runde. Super. Position können wir gerne behalten. Na, nee, ich wäre auch offen dafür, vor dir zu gehen. Ich wäre nicht so bereit, dir den Windschatten zu überlassen. Ja, siehst du, hast du doch eingesehen, dass du hinten bleiben musst. Ach, der, ach. Hey, ich löschen. Warte mal, ja, warte mal. Ich sehe da eventuell Potenzial nach oben kommen. Komm. Ja, nimm die Wände mit. Ey, ich muss da mal vorbei. Was war das denn, Digga? Was war. Oh ja. Digga, ach du Scheiße, jetzt hab ich ja richtig verhauen. Kommt hier gleich wieder der Schwäche. Ach, Digga, wieder überdreht. Vorsicht, da kommt noch Ruhe. Oh Gott, nee, nicht da wieder. Ich dachte, die kommt erst später, die Kurve. Aber da sehe ich doch schon wieder jemanden, der größer wird. Ja, nee, ich glaube nicht. Ich verschwinde gleich wieder. Da sehe ich doch schon wieder jemanden kommen. Na, nee. Muss mal ganz dringend los. Oh, die Kurven kommen sehr gut. Diese Runde. Das blöde Rohr schon wieder? Ja, war mir schon wieder klar. Ich ein bisschen in Speed, aber egal. Achso, ja, ja, du kannst natürlich auch hinter mir chillen. Ne? Ist ja selbstverständlich. Ne? Ja, wieso driftet er denn? Ich weiß es nicht. Drift er halt nicht. Ja. Zu viel Need for Speed gespielt. Naja, Speed ist nicht so meine Spielreihe, muss ich leider sagen. Kann man verstehen. Vor allem mit den neuen Teilen. Ja. Ich fand die Payback habe ich noch gespielt ein bisschen und dann war eigentlich vorbei. Bei mir war es die PS2-Zeit mit Gott, ja, Most Wanted. Ja, Most Wanted habe ich auch noch gehabt auf PC. Ah, da langsam tauchen da so Striche auf. Ja, aber langsam, aber sicher fährt er auch leicht vorbei. Ich geh mal beiseite. Jawoll! Ach, Diggi. Warte mal, nicht hier Windschatten. Ah, doch, jetzt würde ich schon ganz gern Windschatten. Jetzt würde ich doch schon ganz gerne Windschatten. Ja, wo ist der Windschatten? Voll. Ciao. Ist das meine Rückleuchten? Nee, weil ich nicht mal welche habe, weil ich nicht mal welche brauche. Ja, du brauchst auch keine, wenn du einen Go-Kart hast. Ja. Ah, da hat er die Kurve auch wieder gut genommen, hat er dazugelernt. Hauptsache, wir verkacken erstmal den ersten. Sichi, Digi. Erstmal. Oh Mann. Yikes. Jemand, der nur PvP gespielt hat, Alter. Crazy. Weil ich muss ehrlich sagen, du fährst richtig solide. Du fährst echt nicht schlecht. Bitte keine Komplimente, ich werde schon ganz rot. Dann fahre ich noch schlechter. Aber dankeschön. Genau, das ist ja auch der Plan. Ah ja, guck mal, da hat sich das schon wieder ausgewirkt, ja? Da habe ich mich schon wieder überdreht. Nein, alles gut.
Ich werde dich nur... Ey, ach so! Aha! Okay, alles klar. So wird also gespielt. Ja, lass mich jetzt vor, okay. Na klar. Ja, ja. So einer ist er. Ah. Schon die Grube hier noch günstig nehmen. Günstig voll. Du kriegst keinen Windschatten jetzt, das kannst du vergessen. Wichtig. Nee, 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 warte mal. Doch, da ist er noch. Ah, warte, warte mal. Da kommt er. Nee. Ja, da ist er wirklich. Das gibt's nicht. Oh, Digga. Ach, Digga, erstmal die Seite mitgenommen. Ah, nee, da kommt der Windschatten im ungünstigsten Zeitpunkt. Ciao. Ach, Digga, war ja Windschatten. Ah, komm. Ja, gönn mal. Mal vorbei. Scheiße. Dreck! Ja. Erstmal über die Wiese gefahren. Ja, Mann, ich bin der Rasenmäher. Let's go. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Zähne knirschen. Ja, okay. Da ist links, dann nimmt da sie Scheiße rechts. Oh, das war er. Da hättest du mich da jetzt, hätte da ich dich jetzt einholen können, ja, weißt du, und selbst das schafft er nicht, Mann. Und da hat er verkackt. Okay, okay. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Dir fällt mal richtig gut. Das weiß ich. Yikes, egal. Dir fällt mal richtig gut, du. Aber GG, muss ich dazu sagen, sehr gutes Rennen. Intense Rennen gewesen, muss ich sagen. Hier der Allerbeste, der Profi und so. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du da nochmal für eine Runde rausgezimmert hast. Ah. Ich glaube, dadurch, dass du immer gewartet hast, bis der Windschatten kam, waren wir ein bisschen ungünstig. Ja. Für mich. Shit. Ja, ja. Der Flexer. So, komm. Oh, da haben wir noch eine 1,25. 1,25. Shit. So, ich hoffe. Der Sound hat dir passt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, zeigt mir gerne eure Bewertung und schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Ihr habt gehört, wir zwei nehmen jetzt gleich noch ein schönes Völkchen auf. Vielleicht sogar auf dem Mega Game Server. Kicken wir mal, ne? Kicken wir mal wieder. Kommst du klar, oder? Freunde, danke fürs Zuschauen. Tschüss, oder bis zum nächsten Mal. Haut's darin, meine Lieben.